Energieversorger RWE verkauft seine Trafostationen dort, wo sie nicht mehr genutzt werden, weil die Leitungen inzwischen in der Erde liegen und neue, moderne Stationen die Arbeit übernommen haben. Auch mitten in Melln steht eine alte, ausgemusterte Station. Die RWE trennt sich von ihren Türmen, der wohl markanteste steht in der Helle am Höhlenkopf und dient gerne als Fotoobjekt. So haben fast alle Türme eine langjährige Geschichte und werden jetzt vielfältig genutzt. Auch die THW-Helfervereinigung Balve ist seit kurzem Besitzer solch einer Trafostation, in dem die THW-Jugend für den Fledermausschutz sorgen will. In Melln konnte sich die Dorfgemeinschaft nicht dazu durchringen, die Trägerschaft zu übernehmen. Die RWE gibt gerne die kleinen Häuschen für 1 Euro in Vereinshände. Dazu gibt es bei entsprechendem Konzept noch eine Anschubfinanzierung von 4.000 Euro. In Melln haben sich inzwischen Bianca und Christian Bücker für den Kauf beworben. Ein solches dorfprägendes Gebäude dürfe nicht abgerissen werden, hieß es. Ob das klappen wird, steht aber noch nicht fest, da kein Verein dahinter steht. Aus dem Gebäude könnte nach Ankauf ein kleines Dorfmuseum im 4x4 Meter großen Innenraum entstehen. Oder ein Lagerraum für die Dorfgemeinschaft oder eine Ladestation für E-Bikes. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Vielleicht findet sich doch noch ein Dorfverein, der das Projekt unterstützt.